Okay, ein Windstoß. Willkommen zurück zu Let's Play Nerim. Ja, ich habe es versprochen, pro Tag 3 bis 4 Folgen. Und das werde ich auch einhalten, sofern mein Internet mitmacht, weil das kackt andauernd ab und ich habe einen 1/2 Megabyte pro Sekunde Upload Speed. Warum leckt das gerade so? Und eigentlich müsste ich 100 Megabyte pro Sekunde haben. Also laut Kabel Deutschland. Das finde ich so blöd, dass ich auf Brücken einschlagen könnte. Naja, egal. Und, das ist doof. Außerdem wurde ich in den Kommentaren von Nutzer 7028, ich habe es mir gemerkt. Das habe ich gesagt. Im Nu ist die Tür wieder offen. Ja. Ich muss jetzt gleich zur Abtei von Tirin ein paar Besorgungen machen. Wollt ihr mitkommen? Warte noch. Bitte. Aber lasst euch bitte nicht zu viel Zeit. Hört ihr? Nö, ich warte ewig. Ey, mach die Tür auf. Ich bin da noch los. So. Was ich denn alles falsch gemacht habe und so weiter. Ich habe nämlich das Eisenornat verkauft. Und angeblich war das eine leichte Rüstung. Außerdem sollte ich doch bitte diesen Helm abnehmen. Und stattdessen wieder wie ein Deo-Roller rumlaufen. Weil es ist ja eine leichte Rüstung, eine schwere Rüstung und damit fördert es nicht gerade unseren Skill. Die fahrenden Händler zu. Halt's Maul. Wo ist unser Eisenornat? Das holen. Das ist wirklich eine leichte Rüstung. Oh mein Gott. Wie konnte ich das nur vergessen? Ich kratau. Ja, hier kannst du das haben und das kannst du auch noch haben. Und. Ne, die Münzkutte will ich behalten. Verrosteter Eisenrotschild brauche ich nicht. Egal, das wär's. So. Lass mich in Ruhe. Komisch. Leute, ich präsentiere ein türkiser komischer Rock. Und nicht ein türkischer. Aber Leute, das sieht so scheiße aus. Ich muss das jetzt wirklich tragen. Ich hasse es. Warum? In jedem Rollenspiel. Warum bekommen weibliche Charaktere immer Röcke angezogen? Es sieht einfach kacke aus. Verdammt. Wen stört's denn, ob die in Hosen rumrennen oder nicht? Du, das ist noch ein Stück Seife. Naja, egal. Also, du erinnerst mich an was zu essen. Schön. Ich habe ein Boot. Damit kommen wir über den See. Folgt mir. Oh, cool. See. Boot. Verdammt, nicht ein Boot. Ey, wieso brennt denn das dort? Hä? Die sind doch gerade erst umgefallen. Okay, merkwürdig. Scheiße, als ich gerade von X-File getrennt wurde, hat das auch mein Video Aufnahme beendet. Ich verstehe es nicht. Egal. Es ist nicht weit zur Abtei. Bleibt einfach dicht hinter mir. Ich dachte, wir fahren ins Boot. Ach, ich muss mich mit hinsetzen. Diese Hexer, die Gmina angegriffen haben, sicherlich haben sie versucht, den Erzabbau zu unterbinden. Das Erz von dort ist nämlich sehr wichtig für den Kanzler. Er führt schließlich einen Krieg gegen das Nordreich. Ihr wisst schon, es hat sich vom Rest Nerims abgespalten und für unabhängig erklärt. Der Kanzler duldet das natürlich nicht und rückt mit seinen Truppen zur Nordstadt Karbait vor. Ich hoffe sehr, dass sie mich nicht in die Armee einziehen werden. Es leckt wie sonst was. Warum leckt das jetzt so? Es ist schrecklich, dieses Gekämpfe. Und als hätten wir nicht schon einen... Sorry, warum leckt das so? Ich wurde schon wieder von X-File getrennt. Das bedeutet, jedes Mal, wenn ich jetzt von X-File getrennt werde, darf ich... Ausgewachsenen Krieg am Hals machen diese Hexer auch noch Probleme. Ihr habt solche wie sie sicherlich nicht zum letzten Mal gesehen. Überall in Nerim versuchen sie, die Infrastruktur des Reichs ins Wanken zu bringen. Ich habe bis jetzt nur Trolle gesehen. Sie gehören zum Volk der Eterna und kämpfen gegen irgendetwas, aber frag mich bitte halt nicht, Eterna. Was das ist. Von sowas verstehe ich nicht viel. Naja, jetzt sind wir fast da. Ich habe euch hoffentlich nicht gelangweilt mit meinem Gerede. Oh, hast du. Hallo, warum leckt mir das jetzt so? Ich gehe die Welt.
leckt nicht mehr. Ich hatte vorher auch nicht geleckt. Toll, wir sind in der Abtei angekommen. Endlich endet der. Okay, du hast mir nichts mehr zu sagen. Bist du ein spannender Gesell? Und ich bin wieder mit meinem total sexy Rock. Yeah. Bullshit. Eine Zündtasse kann man immer gebrauchen, weil man zufällig mal unterwegs einen Kaffee trinken will, aber der Händler keine Tasse hat. Nein, oh fuck, 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 fuck. Das gibt schon wieder einen Riesenleck. Riesenleck, Riesenleck, Duda, Duda. Das ist der Riesenleck-Song. 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 Okay, egal. Wenn ich singe, sterbt ihr alle. Leider. Nein. Aber trotzdem. Funktioniere. Ah, oh, Captain, wir haben ein Problem. Okay, wartet. Ich höre wieder In-Game-Sound. Das heißt, es geht. Wahrscheinlich. Gleich. Weiter. Ach, kommt nur Mut. Du schaffst das. Und? Halt. Das Bild ist schwarz, ich sehe absolut nichts. Nein. Ach doch, okay. Ein Schwein, das ist klar. Okay, nehmen wir das Eisenerz mit und verduften wir. Was ist jetzt? Oh mein Gott, warum leckt das? Was ist denn das? Ich bin hier drinnen gefangen in diesem Menü. Safe. Ich kann nur hoffen, dass es... Ach, scheiße. Egal, das war's erstmal. Ich muss das Spiel neu starten. Es gab ein Lag und was weiß ich nicht alles. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Oder? Ja, würde ich schon sagen. Aus irgendeinem Grund habe ich jetzt wieder Internet. Ich habe, es scheint doch wieder alles zu gehen, außer dass es komischerweise immer noch lag. Wir folgen einfach mal diesem seltsamen Menschlein. Aber gucken uns doch um auf dem Weg. Achso, das hier ist sein Kackschuh. Okay. Als Stadt ist das was? Nö, ist noch Shit und Bullshit und Abfall und. Ja. So, was haben wir hier wieder? Pilze. Na gut, Fliegenpilze haben wir schon welche. Das ist jetzt nichts Besonderes. Das ist das. Ui, ein Feuer. Aber erstmal lassen wir die Pilze mitnehmen. Mitgehen. Und hier ist ein Feuerchen. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Oh, wir sind noch gar nicht Schiff gefahren auf dem Spielstand. Nur dies erklärt. Oh, ich blicke was, was du nicht blickst. Wow. Magietrank. Ein. Verdammt, so. Ein Magietrank. Trägt das. Nö. Was macht Magietränke? Magietrank, Magiker wiederherstellen. Na, das ist schon mal nicht schlecht. Dö. Haben wir eigentlich irgendwas, was festigen bla macht? Nö, nicht wirklich. Hätte ja sein können. Verdammt, wie komme ich jetzt hier wieder noch raus? Oh nee. Ich ziehe mein Axt des Verderbens und schlage mir den Weg aus. Nee, verdammt, aber wie kommt man hier wieder raus? Schon wieder so eine beschissene Sache. Ey, wie viele... Solche Sachen gibt's denn hier noch? Sag ich jetzt bitte. Ach,